mag dieses Festival hier. Schöne Musik, schöne Leute. Alles nett hier. Wer die Hölle sucht, findet sie auf dem Flugplatz Obermehler bei Schlotheim. Dieses Jahr hat sie ihre Pforten vom 7. bis zum 9.8.2014 geöffnet. Eins der renommiertesten Festivals der Szene, schnörkellos und mit einem Billing, das weit über die herkömmlichen Standardbands hinausgeht. Da kommt man auf den Festivalplatz und da steht dann mal einfach eine Flak neben der Bühne. Könnte fast sagen, das Partisan besitzt einen international exzellenten Ruf, kommt auch Fans von überall auf das 15.000-Mann-Festival. Das besteht aus einer Main- und einer Tentstage. Rundrum noch ein paar Händler und Mampfbuden. Fertig! Kein Zirkus, kein Volksfest. Nur ein offizielles Flanky-Ball-Turnier konnte man sich wohl nicht verkneifen. Die Landebahn gliedert den Zeltplatz einfach in drei Reihen und bildet den Fußweg bzw. die Rettungsgassen. Einfach und ohne Schnörkel, wie alles an diesem Festival. Und weil das so ist und weil ich letztes Jahr schon einmal eine Reportage über dieses Festival gemacht habe, wollen wir uns jetzt einfach mal damit beschäftigen, wie einige der Bands, die ich gesehen habe, sich so geschlagen haben. Donnerstag. Grave. Für mich live viel besser als auf Platte, vor allem bei diesem Auftritt. Entombed AD. Großartiger Auftritt, auch wenn die Akustik nicht an einigen Stellen wirklich gut war. Soulstaphir ist immer wieder ein Highlight. Es verbreitet einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Vatein war einfach nur langweilig, trotz einer wirklich interessanten Feuershow. Freitag, Havoc. Frühmorgens, frischer, grandioser, temporeicher Thrash-Metal und zwar mit Headbang-Garantie, da ging es richtig zur Sache, also zumindest bei mir. The Haunted. Also geile Flammen, das muss man sagen, aber nicht wirklich abwechslungsreich, ziemlich langweilig. Fazit, Musik, Schnarch. Suffocation, ich dachte nicht, dass es wirklich noch langweiliger als The Haunted ging, aber es ging. Vielleicht lag es an der Akustik. Marduk, nur Marduk, verdammte Scheiße! Satyricon, Propellermodus on, auch wenn die Akustik ziemlich mies war. Samstag, Grand Magus. Musik wie für die Bühne geschrieben, man muss es wirklich so sagen. Für mich persönlicher Samstags-Headliner, auch weil ich vor Creator leider schon nach Hause fahren musste. Anleit. Übersteuerung ist ja immer eine furchtbare Sache, aber wenn man es darauf anlegt, die Gehörgänge der Zuhörer zu schädigen, dann ist das nicht mehr lustig. Ein Glück, dass die besten Lieder schon als ersten zwei gespielt wurden, da konnte ich ganz schnell wieder aus diesem Zelt verschwinden. Katatonia war ein gemütlicher Ausklang des sehr angenehmen Wochenendes. Kommen wir nun zum Fazit des diesjährigen Partisan-Festivals. Wenn ihr auf Black und Death Metal steht und auf Bands, die nicht an jeder Steckdose spielen und auf diesen ganzen Brimborium um so ein Festival drumherum, also diesen ganzen Volksfestcharakter verzichten könnt, dann fahrt zum Partisan. Es ist eigentlich ein totaler Pflichttermin und ich kann euch das wirklich nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr wirklich die Bands geil findet, die dort kommen. Allerdings gibt es da noch so ein paar kleine Dinge, die ich mal wieder bemängeln muss. Zum allerersten, das hatte ich letztes Jahr in der Reportage schon erzählt, die Essenspreise, Fressalien. Man sagt ja immer, Wacken ist Kommerz. Und dass die Preise für Essen in Wacken so unglaublich hoch sind und unbezahlbar und es ist eine Frechheit und so weiter und so fort. Dazu muss man jetzt allerdings sagen, dass die Leute, die in Wacken Essen verkaufen, auch auf dem Partisan Essen verkaufen. Das heißt, die Preise sind dieselben. Also wenn man jetzt Kommerz schreit, nur weil irgendwo bei Wacken die Preise so hoch sind, dann sollte man sich das überlegen. Also die Essenspreise auf dem Partisan finde ich nicht in Ordnung. Die werden auch immer höher, aber ich glaube, das ist so ein insgesamtes Virus, das sich verbreitet. Es wird alles immer teurer. Und man kann sich als armer Student dann einfach keine warme Mahlzeit dort leisten. Da muss man sich das halt mitnehmen, ja. Und das andere Problem, was mir ein bisschen Magenkrämpfe bereitet, ist die Tatsache, dass es dort Securities gibt, die wahrscheinlich so einen ganz, ganz kleinen Gottkomplex haben. Ich finde, wenn man eine solche Arbeit hat und mit Leuten arbeitet und sich um deren Sicherheit kümmern sollte, da kann man schon noch ein Mindestmaß an Höflichkeit erwarten, beziehungsweise so ein Mindestmaß an Verständnis oder Engagement für die eigene Arbeit. Das betrifft natürlich jetzt nicht alle Security-Leute, die dort irgendwie unterwegs waren. Es betrifft vor allen Dingen so 3-4 Leute, die, das waren immer so ein bisschen dieselben, die mir so ein bisschen negativ aufgestoßen sind. Und was soll man sagen? Es gibt halt die Möglichkeit, mit den Menschen, mit denen man interagieren muss, wenn die zum Beispiel eine ganz normale Frage haben, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Oder man kann den komplett Arsch raushängen lassen und zeigen, ja, ich bin hier Security und du bist ein Nichts. Und ganz ehrlich, das gefällt mir nicht wirklich und das zerstört mir so ein bisschen meine Laune, wenn mir solche Leute über den Weg laufen. Wie gesagt, betrifft nur so ein paar kleine Hanseln, aber ja,
Wenn die nächstes Jahr wieder da sind, dann kriegt man sofort einen Hals. Vielleicht sind die ja nächstes Jahr dann nicht mehr dabei. Vielleicht gab es dann noch andere Beschwerden. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn dann solche gehässigen Antworten kommen wie, ja, ein Glück, dass du gerade da warst, um dein Auto umzuparken. Wir haben jetzt schon 15 abgeschleppt und ja, wenn die Leute halt alle zu dumm sind, ordentlich zu parken. Was uns jetzt zu dem Punkt führt, den ich noch ein bisschen kritisieren wollte, ist das Sicherheitskonzept, was ich ein bisschen überzogen finde. Klar, Sicherheit, Anfahrtwege, Rettungswege, alles in Ordnung. Wir haben da eine, keine Ahnung, 30 Meter breite Rollbahn oder wie breit das auch immer ist. Das ist ja ein Rettungsweg. Die Frage ist, mit was für einem Rettungsfahrzeug müssen die da durchfahren, dass da wirklich 30, 40, 50 Meter breite Rettungswege existieren müssen? Ist das ein Krankenwagen, wo jeder in der ersten Reihe sitzen will? Oder ist das ein Löschflugzeug in Antonov-Größe oder sowas? Das ist mir dann doch ein bisschen schleierhaft geblieben. Und ich fand es dann auch ein bisschen überzogen, dass ich mein Auto umparken musste. Und zwar gleich ein paar hundert Meter weit entfernt, weil ich mit einem Reifen noch auf dem Asphalt stand und mit dem anderen nur auf der Grünfläche. Und vor allen Dingen, wie die Security-Beamten da mit mir geredet haben, hat mir ein bisschen bitter aufgestoßen. Da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen was verändern. So, genug rumgemosert. Wir sehen uns dann zum Summer Breeze wieder. Es geht ja am Dienstag schon wieder los. Und ich hoffe, da kann ich ein bisschen gesmoother rangehen. Ja, so, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, man sieht sich nächstes Jahr wieder. Mal schauen, ob man sich wieder sieht. Ich bin der dunkle Parabelritter und ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder wann auch immer ihr das jetzt schaut. Tschüssikowski.